Gut, so. Dann haben wir bald eingestiftet hier. Also ich hätte ja auch gerne ein paar Weber-Vergaser dran. Aber das ist halt so utopisch. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben dafür. Aber geil klingt. Pep, 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 ja? Was ist los? Nicht, Betriebsinternas. So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wieso bist denn du mit der Kamera auch schon wieder da? Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen runterfahren. Wieso? Du warst doch gerade. Nee, gerade war ich hochgefahren. Ach so, naja, dafür kann ich ja jetzt nicht. Nee, das haben wir gerade festgestellt. Du hast keine schwarzen Hände, du kannst nichts dafür. Nee. Ja, so, pass auf. Komm, wir fangen einfach mal an hier mit dem Kumpel. Seat, kann man erkennen, denke ich. Mhm. Ja. Was haben wir denn überhaupt für einen Motor hier drin? Ich weiß es gar nicht. Das ist nämlich komplett hier auf dem... Vorne steht, glaube ich, irgendwas mit FR im Grill. Das ist immer interessant jetzt hier. Mal Motorenraten von unten. Ich erkenne es von unten nicht. Jetzt 449 PS. Gut, ich kann euch aber sagen, Leute, zumindest das Auto hat gelaufen 44.000 Kilometer. So, und jetzt guck mal hier rein. Und was fällt dir auf? Guck hier runter, komm, ich helfe dir. Das ist Getriebe. Schwungrad. Was siehst du hier? Ein Schwungrad? Na, das fehlt ja. Ach, das fehlt. Genau, das liegt nämlich hier drüben. Ich dachte, jetzt kommt, oh, du bist so gut. Nee. Langsam hast du es raus. Nee. Pass mal auf, ich kann dir nicht nur Honig ums Maul schmieren. Ne? Pass auf, Fahrzeug wurde bei uns abgegeben. Kunde hat bemängelt. Fahrzeug ruckelt im Startverhalten. Ich hole es nochmal ganz kurz zurück. Wir reden über 44.000 Kilometer. Krass, oder? Eigentlich quasi nur eingefahren erstmal. Genau, okay, erster Verdacht, Kupplung. Wir haben gestern die Kupplung rausgebaut, oder Getriebe rausgebaut, Kupplung angeguckt. Na, was kann man sagen bei der Kupplung? Wir haben bei der Kupplung selber jetzt keine Torsionsfedern drin. Na, Torsionsfedern, hast du schon mal gehört? Das kannst du mal richtig eingucken lassen. Ja, ich hab's gehört, aber ich kann es dir nicht erklären. Ah, okay. Können wir vielleicht aber mal ein Bild, bevor ich jetzt hier eine andere Kupplung suche, können wir mal ein Bild einblenden. Da haben wir quasi hier noch Federn drin. Meistens 4 Stück oder 6 Stück in die Richtung, in dem Bogen hier, ne? Haben wir Federn eingebaut. Die dämpfen etwas, die Kupplung. Ne? Die Kupplung wird ja quasi für diejenigen, die jetzt technisch nicht so versiert sind, ne? Wir haben jetzt hier unser Schwungrad, das an unsere Kurbelwelle drauf geschraubt und das Schwungrad nimmt jetzt volle Kraft von der Kurbelwelle mit. Ne? Hier oben liegt jetzt unsere Kupplung drin. Schlägst du auch mal richtig rum rein. Zack. Und so sitzt unser Druckkorb drauf. Ja? Hier rein geht unsere Getriebeeingangswelle. Das ist super, da können wir jetzt gleich mal das Prinzip Kupplung erklären mit Kraftfluss. Ne? Das heißt, die Kraft haben wir so oder so immer auf dem Schwungrad und auch immer auf der Druckplatte. So, und mit unserer Druckplatte können wir quasi hier mit unserem Ausrücklager die Federn runterdrücken. Das schaffe ich natürlich jetzt nicht. Ne? Und da hebt sich quasi unser Druckkorb hier an und die Scheibe kann frei drehen. Und somit haben wir den Kraftfluss zwischen Motor und Getriebe getrennt. Super, ganz, ganz, ganz tolle Erklärung. Jetzt aber, die Torsionsfedern sind dafür drin, um beim Kupplung loslassen, beim Anfahrmoment oder Schaltmoment, das Ganze zu dämpfen. Ne? Weil wir haben ja hier ein starres Teil. Ja? Mhm. Dazu kommen wir gleich. Nee, das jetzt schon wieder weiter gucken, bitte weiter gucken. Ne? Nicht erstmal was runterschreiben, weiter gucken. Hier kommen wir gleich dazu. Und hier haben wir ja auch ein starres Teil. So, und das muss natürlich irgendwie gedämpft werden. Haben wir aber hier, nee, was haben wir stattdessen? Ein sogenanntes Zwei-Massenschwungrad. Schaut mal, das Schwungrad ist geteilt. Seht ihr das? Und das Teil ist in dem Moment für das Dämpfungsverhalten verantwortlich. So, und das ist unser altes Schwungrad. Und ihr seht schon, wir haben das ausgebaut und hier drüben liegt ein neues. Kann das Zweimassenschwungrad sich komplett 360 Grad ohne das andere Teil drehen? Habe ich noch nie gehabt. Habe ich noch nie gehabt. Wie weit kannst du das jetzt drehen? Na, zu weit. Ach so. Also guck mal, wo ich es jetzt hindrehe. Kannst du es erkennen? Ja. So, pass auf, und jetzt drehe ich mal in die andere Richtung. Na, so, und jetzt nehmen wir uns mal unser neues Schwungrad. Und jetzt kannst du mal gucken, wo ich das hindrehe. Drehst du schon? Ich bin schon auf Anschlag. Quasi dreht sich. Warte, in die andere Richtung. So. Genau. Und jetzt pass mal auf. Und wenn ich das jetzt, du kannst gerne mit der Kamera ein Stück weg, dass man das vielleicht besser sieht. Ne? Wir haben ja. Das lässt sich immer, das ist völlig normal. Ne? Also vielleicht für diejenigen, die jetzt als Kfz-Mechaniker mit dabei sind. Das ist normal. Ne? Das kann auch so ein bisschen kippeln. Das darf.
Das darf, wir brauchen jetzt hier auch nie von Messwerten ausgehen, ne? Wirklich nur, um euch einfach mal ein Gefühl zu vermitteln, weil Gefühl ist halt eben bei Autos ganz, ganz wichtig, ne? Du kannst messen wie ein Wani, bringt dir aber keine Punkte, wenn du das Gefühl nicht hast. Dann hast du Zahlen, mit denen du nicht anfangen kannst. Na? So, und dann drückst du quasi das ZMS. Ja, dein sportlicher Kollege hier drüben. Naja, da. Wollen wir den mal erklären lassen? Der ist doch in der Technik auch drin, oder? Ob er das schon verlernt hat? Phil? Philipp! Komm mal zu uns bitte, du müsstest uns mal hier das Prinzip von dem Zwei-Massensprungrad erklären. Komm, der will immer vor die Kamera, der will nicht immer nur hinter der Kamera. Keine Ahnung davon, ich weiß es nicht. Zurück zum Thema. So, leicht bewegen, ne? Und wenn wir jetzt an die Stelle hier drüben mal randrücken, müssen wir es mit der Hand mit viel Kraft davon weitergedrückt bekommen. Ne? Das sagt uns, Federelemente hier drin sind intakt in beide Richtungen. Gut, so. Haben wir bald eingestiftet hier. So, jetzt würde ich euch das hier drüben nochmal zeigen. Guck mal hier. Guck mal, wie wenig Kraft ich hier aufwenden muss. Siehst du das? Mhm. Wo ich das Ding hinkippe. So, und in dem Moment, wenn wir jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn wir jetzt unser Kupplungspedal loslassen, die Reibscheibe quasi jetzt hier und zum Druckkorb einen Kraftfluss hat, ja, und unser Schwungrad in die eine Richtung dreht, dann legt sich natürlich jetzt durch das Reibmoment der Kupplung schlagartig das Ding mit einmal an. Ne? Weil von hier drüben haben wir unsere Räder über einen Antriebsstrang, die natürlich auch eine Gegenkraft erzeugen. So, und dann knallt das gegen. Das heißt, hier dämpft gar nichts mehr. Im schlimmsten Falle rutscht unsere Kupplung bzw. rattert und springt. Das ist nämlich genau das Prinzip, was wir jetzt hier haben, nämlich unser ruckelndes Anfahrverhalten. Oder es macht halt eben auch brutale Geräusche. So ein ZMS könnt ihr auch super prüfen, dann ist es aber meistens schon komplett verhärmt, wenn ihr euer Auto mal ausmacht und du merkst ja, wie der Motor dann ausgeht. Und dann hast du noch so ein Nach, pass mal auf. Das Geräusch hörst du dann. So ein Nachklackern, dann weißt du, dein ZMS ist komplett in die Fritten. Was lachst denn du hier schon wieder und nickst schon wieder so lässig ab? Verrückter Typ, oder? Mhm. Genau, also das auf jeden Fall zu dem Thema. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, ganz wichtig, 44.000 Kilometer. Was können die Leute jetzt drunter schreiben und fragen, Max, was man vielleicht vorher schon beantworten können? Welche Frage stellen dir sich jetzt zuerst? Ob da der Hersteller noch irgendwelche Gewährleistungen übernimmt bei 44.000? Das aktuell nicht, der Kunde war schon beim Hersteller. Beim Hersteller haben sie gesagt, kostet Zahl X und der Kunde wurde vom Hof geschickt. Also ist auch keiner Probe gefahren mit dem Auto, das hat sich auch keiner angehört. Der Kunde hat das geschildert und dann wurde gesagt, ja, das ist kaputt und klasse. Viel interessanter ist das ganze Thema, ich dachte, das fragst du jetzt, wie kann das bei 44.000 Kilometer passieren? Nicht 144, nicht 244, sondern 44. Ich hätte jetzt auf irgendwelche Materialfehler getippt. Könnte, aber ich sage jetzt mal, so eine Zwei-Massensprungräder werden ja schon seit zig Jahren in sämtlichen Fahrzeugen verbaut. Also ich gehe davon aus, dass man jetzt hier nie unbedingt Materialprobleme oder Qualitätsprobleme hat. Da sollte man genug Lehrgeld, also seitens der Hersteller bezahlt haben, um zu wissen, dass das funktioniert. Mhm. Thema Ampelstart. Racecar. Der Kunde hat das Auto ja gebraucht gekauft. Ne? Du weißt natürlich nie, wie mit dem Auto vorher umgegangen wurde. Mhm. Ja, nochmal kurz fürs Prinzip. Motor dreht, du gibst schön Gas. Motor hat eine relativ hohe Drehzahl. Du lässt deine Kupplung kommen und mit EMA, bam. Na, das heißt, oder krassen Lastwechsel. Ne? Vollgas geben, vom Gas runter, Vollgas geben, vom Gas runter. So dieser typische, ich habe in der Stadt 15 Liter mehr Verbrauch als du mit dem gleichen Auto. Der Typ, weißt du? Mhm. So, und dann kann das passieren. Jetzt habe ich, so ist, weiß ich nicht. Jetzt habe ich noch wegen Ampelstart noch eine Frage. Ha? Wie kommt es, dass die Kupplung manchmal stinkt? Oder man sagt, es riecht nach Kupplung. Was passiert da? Dann passiert nämlich genau das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Also wir gehen jetzt einfach vom ZMS aus. Ne? Das legt sich jetzt in eine Seite an. Deine Kupplung hängt hier dazwischen. Dein Druckkorb hängt so hier drauf. Mhm. Du bist jetzt quasi von der Kupplung runtergegangen. Das Ding schießt nach unten und setzt jetzt quasi die Kupplung jetzt hier unter Druck. Hm. Somit ist die Kupplung ja eigentlich, deswegen Reibbeläge, ne, verspannt zwischen der Fläche und der Fläche. Hm. So, und jetzt überträgt die Kupplungsscheibe die Kraft ins Getriebe. So, und wenn es nach Kupplung stinkt, dann rutscht die Kupplung hier. Dann hast du hier einen Mikroschlupf drin oder wenn sie komplett verhärmt ist, dann einen großen Schlupf. Ne? Das heißt sozusagen, trotz dass das Ding komplett unter Spannung sitzt, dein Pedal, Fuß komplett weg ist, die Kupplung eigentlich komplett zupacken sollte, rutscht die hier. Und das Rutschen verursacht das, was an meinen Fingern ist und das riecht nach Kupplung. Hatte ich schon immer mal interessiert, ne? Ja, naja, vor allem wenn du die älteren Herrschaften immer auf den Parkplätzen hörst, wo 90% Kupplung gegeben wird. Richtig geil. Weißt du, was da passiert jetzt? Kannst du dir das erklären? Na, die haben
die öffnet nicht ganz und reibt permanent, denke genau, ich. Genau, ne? Das ist dieses sozusagen das Anfahren von das Anfahrmoment in dem Falle. Ne? Du hast jetzt hier deinen Kupplungsfuß, ne? Ausrücklager ist komplett ausgefahren, Scheibe ist hoch, Kupplungsscheibe dreht sich frei. Jetzt geht er ob, also nichts gegen die älteren Herren, es gibt nur viele, die gut fahren, jetzt geht er ob mit seinem linken Fuß so ganz langsam vom Kupplungspedal. Ja? Aber der rechte Fuß macht parallel diesen. Ja, wir haben mal gelernt, anfahren gerne mit 2.000-3.000 Umdrehungen. Jetzt dreht sich das Schwungrad relativ schnell. Demzufolge genauso schnell auch das Ding. Aber das hier, das Auto steht ja noch. Das ist so. So, und jetzt lässt er langsam die Kupplung kommen. Und bei langsam Kupplung kommen ist ja dieses vorsichtig anfahren, Kupplung schleifen lassen. Ne? Kupplung schleifen lassen ist jetzt quasi das. Na, dreht jetzt komplett frei. Jetzt geben wir ein kleines bisschen Druck mit hier drauf, dann dreht sich schon ein bisschen schwerer und dann geben wir viel Drehzahl dazu. Dann radierst du die Scheibe komplett runter innerhalb von Wochen oder Monaten. Also wir haben auch jemanden bei uns in der Kundschaft, gar nicht böse gemeint, ne? die sind schon etwas älter. Dort haben wir jetzt, glaube ich, innerhalb von 4 Jahren das dritte Mal die Kupplung gewechselt. Sportlich. Mittlerweile verstehen sie auch, warum die Kupplung immer kaputt geht. Am Anfang war ja die Frage Gewährleistung. Ja, gut. Okay, was wollten wir noch? Wollen wir noch was, wenn wir jetzt im Golf 1 sind? Golf 1, habe ich verstanden, schreibe mich noch nicht so an, ich bin sensibel. Genau, weil Marvin ist jetzt gerade am Waschmaschine instand setzen und vorbereiten für hier hinten für die Montage. So, unser Golf 1. Habe ich dir schon erzählt, dass ich seit dem Golf 1 schon wieder eine total dumme Idee hatte? Hing das mit etwas mehr Leistung zusammen? Ne, eigentlich, naja, das kommt wahrscheinlich mit, aber eigentlich vom Klang. Ach, mit dem unruhigen Laufen dann? So einer scharfen Nockenwelle und so? Also ich hätte ja auch gerne ein paar Weber-Vergaser dran. Aber das ist halt so utopisch. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben dafür. Aber geil klingt's. Ich feiere das ja hart, wenn du so einen Einser-Golf neben dir stehen hast und die so. Als würden sie gleich ausgehen, aber. Ja, genau so. Und das kriegst du halt mit einer scharfen Nockenwelle hin. So. Und damit das Geräusch noch ein bisschen kräftiger ist, wie der sich schon wieder feiert. Was? Ich sehe schon den Einspieler vor mir. Ich kann es jetzt nicht verraten, sonst können das nicht einschneiden. Ach so. Okay, verrätst Max dann. Ja. Und dieses Pep, ja? Damit das Geräusch noch viel intensiver ist, kann man die Verdichtung erhöhen. Jetzt denken sich unsere Zuschauer wahrscheinlich gerade, hä? Der hat das letzte Mal erzählt, bei den Turbomotoren, dann tun wir die Verdichtung ja immer verringern. Richtig. Das ist ja kein Turbomotor, es ist ja ein Sauger. Das heißt, der saugt sich ja trotzdem seine Luftmenge, die er braucht, saugt er sich ja rein und der Kolben verdichtet einfach mehr. Wenn wir die Verdichtung erhöhen, wird der Raum oben einfach enger gemacht, ja? Und demzufolge mehr Puff. Was machen wir? Puff. Na schön. Ja, da habe ich jetzt schon mal geguckt und ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt nochmal ein paar andere Kolben wären, ne? Weil... Weil halt, ne? Und was würdest du zu dem Thema sagen, dass du aus deinem 8V-Kopf einen 16V-Kopf machen könntest? Das habe ich tatsächlich jetzt. Ich muss dazu sagen, ne, bitte verbrennt mich jetzt nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Das ist wirklich die Zeit, 1er-Golf, 2er-Golf, das war so die Zeit, da bin ich so in der BMW-Riege unterwegs gewesen. Das heißt, das ist für mich so komplettes Neuland, das Thema. Jetzt habe ich aber gesehen, dass man auf den 2H-Block eigentlich, glaube ich, auch irgendwie einen 16V-Kopf drauf bauen kann. Also wenn da von euch eine Ahnung hat, ne, schreibt das bitte gerne mal in die Kommentare, das interessiert mich brennend. Ich glaube, das Video muss auch relativ schnell kommen, damit ich hier weiterkomme. Das wäre aber richtig schäffig, oder? Dann noch so einen 16V-Kopf hier oben drauf gehangen? Können wir den dann noch ein bisschen schneller und höher drehen? Schatz, wir brauchen diesen Luftfilter, sonst geht das Auto nicht mehr. Ja, kenne ich. Und können wir den dann auch höher drehen lassen mit dem 16V-Kopf oder ist das wurscht? Alter, weiß ich nicht, wir können es einfach mal probieren. Und dann macht es Peng. Ja gut, wenn es Peng macht, dann wird es halt neu gemacht. Und wenn dich jetzt entscheiden müsstest, das können ja auch die Zuschauer mal sich fragen, Weber oder ein schön G60 Lader drauf? Wenn der Motor ein anderer wäre oder gar keiner drin wäre. Gut, da gibt es kein Entweder-Oder. Beides geil. Oh.
Weber ist halt auch komplett Endgegner. Es ist halt. Oh. Und wenn man einfach, hä, wieso denn entweder oder? Wir können doch einen G-Motor nehmen mit Weber-Vergasern. Nee, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ah! Immer gemeine, oder? Ja, ja. Aber es gibt in irgendwie, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, in G60 und noch in Turbo davor geschnallt. Wirklich? Hm? Das ist genau mein Humor. Okay, okay, wollen wir jetzt hier zu dem Kumpel irgendwie was sagen, oder? Ich suche mir mal eine Lampe. Meisterlampe. Haben wir nie. Nehmen wir das Telefon, geht auch. Okay, pass auf, ich habe jetzt hier keinen Bock groß zu messen, ne? Hier, man sieht hier relativ deutlich die Kante. Mhm. Soll ich leuchten? Nee. Nee, so ist gut. Na? Das ist gut. Hohenspur ist, also man muss sagen, ne, damals, also hey, das ist mal gut, dass wir das mal sehen, ne? Damals hier in 80er, 90er Jahren, da hat VW eine ordentliche Blöcke gemacht, ne? Der Block ist 12, 13 Hundertstel verschlissen. Und wir sehen immer noch ein bisschen Hohenspur. Genau, ansonsten relativ simpler Aufbau. Ich glaube, das interessiert euch vielleicht auch mal, weil so ein bisschen Oldschool, so ein bisschen Klassik ist natürlich auch geil. Wir haben hier an der Seite unser Ölfiltergehäuse sitzen. Hier haben wir unseren Zündverteiler sitzen. Ne, der geht von hier oben hier rein. Ja, jetzt guck mal hier rein. Mhm. Und jetzt drehen wir den Patienten mal rum. Das ist eigentlich das ist interessant, ne, wenn du so überlegst, wie sich so über die letzten 20, 30, 40 Jahre die Technik halt auch immer weiterentwickelt hat. Ne? Dann haben wir, das Loch kommt hier unten. Kann man sehen, wo ist es, 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 wo ist es? Hier. Es kommt hier raus, treibt hier. Hier sitzt unsere Ölpumpe. Ja, das heißt, unsere Ölpumpe ist quasi mit unserem Zündverteiler über ein und dasselbe Bauteil angetrieben. Nämlich hier oben kommt noch eine Welle rein. Das ist eine stinknormale Welle. Ne? Die ist einmal hier vorne gelagert und einmal hier hinten gelagert. So, und hier hinten haben wir eine Schrägverzahnung drauf. Siehst du das? Schau die jetzt hier rein. Wenn du nicht antwortest, gehe ich davon aus, dass du es gesehen hast. Ich hab's gesehen. Zack, und dann einfach mal ja gesagt. So, und guck mal, wo die Schrägverzahnung jetzt sitzt. Na, an deinem Verteiler da. Na, genau. So, und dann kommt nämlich hier noch, von hier oben, nämlich noch so ein Ritzel rein, was quasi dann sozusagen die Kraft von der Welle auf unsere Ölpumpenwelle überträgt, mhm, und auf unseren Zündverteiler. Also alles komplett mechanisch. Weißt du, was das Schöne ist? Hoppa! Ich wollte gerade sagen, da kann nicht kaputt gehen und mach's gleich kaputt. Da kann nämlich nicht kaputt gehen. Außer unsere Lager, die hier drin ein bisschen Verschleiß haben. Aber gut, die können wir ja rausmachen, können wir neue einziehen. Mhm. Total simpel, total clever. Der Kumpel dann hier vorne, ne, hier kommt ein Rad drauf. Hier kommt ein Rad drauf. Und der wird dann einfach über unseren Zahnriemen mit angetrieben. Simpel, alles Mechanik. Was hatte der eigentlich gelaufen? Der? No? Keine Ahnung. Ich habe ihn geguckt, weil er schön aussah. Ach so. Aber übrigens, ne, ich habe ja gesagt, ich baue den Motor, der Motor lief ja, bevor ich mich dran vergangen habe und der dann nicht mehr lief. Aber ich bin ein richtiger Spezialist. Auf alle Fälle war es gut, dass wir ihn ausgebaut haben. Ne? Weil mhm, das Ding wäre mir definitiv jetzt hier im Sommer wahrscheinlich um die Ohren geflogen oder hätte halt eben auch hinten nochmal eine schöne blaue Ölwolke mit rausgeschmissen hier bei dem Verschleiß hier drin. Ne? Die Kolben sehen halt auch nicht mehr so geil aus. Das ist halt alles nicht mehr so schön und so feierlich. Ne? Guck mal, was das damals für Rungser waren. Oder? Schon männlich. Ich habe jetzt schon mal gesagt, in einem der letzten Videos habe ich schon mal gesagt, so der 1.8er, so 98 PS aus den 80er, 90er Jahre ist der ja. Das ist so gefühlt der 2 Liter TFSI der 90er Jahre. Das Ding ist ja damals gefühlt auch überall reinmarschiert. Ja. Na? So, das ist jetzt im Endeffekt genau die gleiche Suppe, wie du sie dort gerade hast. Was denn du hier schon wieder? 2 Liter was? Orangensaft. Golf 7R hast du, ne? Golf 7R, da kommen wir heute wieder weiter trainieren. Das wird ja das nächste Video, da haben wir ja auch schon ein paar Videos gemacht dazu. Hoho, das ist ja heute wieder ein Kameratag hier, da wird ja nicht langweilig, Max. Mir ist nicht langweilig. Schön. Ja, ansonsten, wollen wir jetzt hierzu noch was sagen? Nö, guck mal, ganz simpler Kolben. Aber die haben nicht so ein Kolbenhemd, was beschichtet ist, ne? Haben die nicht. Gab's noch nicht. Gab's nicht, hatte damals keinen interessiert. Mhm. Und es hat auch funktioniert. Also ich glaube, das Ding hat über 150 gelaufen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt eigentlich ohne Falsches sagen. Mhm. Naja, that's it. Ansonsten gibt es ja noch irgendwas Besonderes? Nö. 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 Nö.
Nö. Braucht das jetzt irgendwie sinnlos ausschmücken? Nö. Wenn es nicht gibt, dann. Dann gibt es nicht. Nö. Dann ist das heute vielleicht ein kürzeres Video. Aber es ist ein Video. Hm? Und wir sehen uns im nächsten Video. Hm? In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Ciao.